Hallo und herzlich willkommen im Selbsterkenntniskanal. Mein Name ist Brunhilde Feiner und ich bin eine ausgebildete und qualifizierte vedische Astrologin. Wir sind beim letzten Video angelangt zur Videoserie zum Sternzeichen Stier und seinen Bedeutungen. Es ist eine fünfteilige Videoserie und wenn du etwas mit dem Thema Stier zu tun hast, schau sie dir an, du wirst sehr viel über dich lernen. Ja, im letzten Video geht es um den Stier und seine Schattenseiten. Keine Sorge, jedes Sternzeichen hat Sonnen- und Schattenseiten, doch jedes Sternzeichen hat andere Sonnen- und Schattenseiten. Ja, was sind die Schattenseiten der Stiergeborenen? Nun, zum einen können sie sehr besitzergreifend sein. Da sie so sehr auf Sicherheit aus sind, können sie richtig klammern, richtig festhalten. Sei es zum einen an Geld, also was dann auch in Geiz, Sparsamkeit ausarten kann, oder sei es mit Personen in der Partnerschaft oder in der Familie oder an Kindern, dass sie einfach das, was in ihrem Verantwortungsbereich liegt, dass sie es festhalten wollen, nicht mehr hergeben wollen. Daraus kann natürlich auch eine Art Verhalten entstehen, dass man den anderen vorschreibt, wie, was, wo, weil man ja ein Stück weit denkt, naja, das ist doch mein Besitz irgendwo, gehört zu mir und jetzt kann ich ihm sagen, wie ich das haben möchte und, und. Das ist natürlich keine angenehme Seite. Des Weiteren ist es so beim Stier, dass der Stier stur und starr sein kann. Stur und starr hält er oft an seinem Weg fest, komme was mag. Wenn es ihm aber nicht gut geht mit dem, woran er festhält, dann ist es sehr, sehr schwierig. Denn lieber bleibt er dabei, selbst wenn er leidet, als wie das er sich ändert. Es fällt dem Stier ganz, ganz schwer, mit Veränderungen, Wandeln und Wechseln umzugehen. Also, der Stier liebt so sehr die Konstante, dass er Wandel, Wechsel, Veränderungen, wie der Teufel das Weihwasser meidet. Das ist natürlich nicht immer gut. Und so kann man mit ihm, wenn er gerade so stur ist, auch nicht wirklich reden. Also er ist da überhaupt nicht offen, man rennt da meistens gegen eine Wand. Bis der Stier mal ausrastet, dauert es lange. Er hält schön ganz schön was aus, aber dann sieht er rot. Man sagt ja auch so schön, siehst du rot wie ein Stier. Ja, er sieht dann wirklich rot und dann tobt er und tobt und man wundert sich, was kommt denn ansonsten aus diesem eher friedlichen Wesen alles so heraus. Also, mit einem Stier, der rot sieht, Streit zu haben, ich habe das selber schon erlebt. Nein, das ist kein angenehmer Zeitgenosse dann. Ja, der Stier, also wie gesagt, dieses Festhalten ist ein großes Problem. Wenn du etwas mit dem Sternzeichen Stier zu tun hast, Konsequenz ist gut, aber nicht um jeden Preis, nicht auf deine Kosten oder nur einfach um diesen Weg zu verfolgen. Und lerne etwas offener zu werden. Ja? Das Leben ist Wandel. Die einzige Konstante im Leben ist Wandel. Und so brauchst du ein Stück weit mehr Anpassungsfähigkeit und Offenheit, denn auch dir wird das Leben immer wieder mal Veränderungen schicken. Jetzt kannst du sie verweigern, sie werden trotzdem wiederkommen und noch wuchtiger und kannst du sie wieder wegdrängen und wegschieben. Oder du sagst einfach, ach was soll's, es fällt mir zwar schwer, aber ich lasse mich auf den neuen Fluss des Lebens ein. Im Rahmen der Selbsterkenntnis gibt es jetzt ganz neu deinen 7-Tage-Selbsterkenntniskurs. Klick dafür bitte unterhalb dieses Videos auf den Link. Du wirst auf die entsprechende Seite weitergeleitet. Dieser Kurs ist absolut gratis. Die nächsten 7 Tage erhältst du jeden Tag eine E-Mail. Die enthält eine Textdatei und einen Link zu einem Video, wo du mehr über dich erfahren kannst.
Zum einen geht es um deinen Persönlichkeitsplaneten oder auch Seelenplaneten genannt. Es geht um deine Schattenseiten. Es geht um deine aktuelle Zeitqualität. Es geht um deine Lebensaufgabe. Es geht um dein persönliches Jahr und, und. Also fordere jetzt gratis deinen 7-Tage-Selbsterkenntniskurs an. Klick dafür bitte unterhalb dieses Videos auf den Link. Ich freue mich, dich bald bei deinem 7-Tage-Gratis-Selbsterkenntniskurs begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Ja, und die nächsten Videos, die kommen, sind dann die neuen Monatshoroskope für den Monat Juni. Für den Monat Juli. Der Juni ist ja schon bald rum. Ja, und dann Anfang Juli gibt es dann das Sternzeichen. Krebs wird dann behandelt. Also alles Liebe, bleib weiterhin dabei und ja, nutze deinen Selbsterkenntnis-Gratiskurs. In diesem Sinne nochmal, alles Liebe, alles Gute. Ciao, ciao.